Ein geheimnisvolles Volk im Dunkel der Vergangenheit. Die Germanen. Barbaren nannten sie die Römer und hielten sie für Wilde ohne Kultur. Kannten sie nichts außer Kampf und Krieg? Woran haben sie geglaubt? Wovor sich gefürchtet? Wie standen sie zur Weltmacht Rom? Was haben sie uns hinterlassen? Was wissen wir von ihnen? Wer waren die Germanen? Oktober 1935. Ein Grabhügel auf der dänischen Insel Fünen wird von Archäologen untersucht. Er stammt aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, aus der Zeit der Germanen. Die Ausgräber machen eine sensationelle Entdeckung. Das Grab einer germanischen Priesterin. Erkennbar ist das an den Beigaben. Pflanzensamen, versteinerte Seeigel und Weidenstäbchen. Sie hatten vermutlich magische Funktion. Wer die Tote war, ist unbekannt, denn Lebensgeschichten germanischer Frauen aus dieser Zeit sind nicht überliefert. Doch römische Historiker erwähnen bereits damals immer wieder den großen Einfluss, den Priesterinnen bei den Germanen haben. Antike Quellen und moderne Wissenschaft machen es heute möglich, vom Leben einer germanischen Priesterin zu erzählen. Nennen wir sie Basena. Dies könnte ihre Geschichte sein. Unser Stamm war in Gefahr. Es drohte Krieg mit den Römern. Ich befragte das Orakel. Sollten wir kämpfen? Was würden die Zeichen verkünden? Die Stäbchen einer heiligen Weide würden mir die Zukunft weissagen. Das Schicksal der Sveben meines Stammes lag in der Hand der Götter. Was würden sie raten? Ich sah eine Warnung. Bis zum Mondtod kein Kampf. Die Waffen müssen ruhen bis Neumond. Fürst der Sveben ist Ariovist. Die Weissagung der Seherin wird ihm vermutlich nicht gefallen haben, denn die Sveben sind wegen ihrer Kampfbereitschaft gefürchtet. Doch den Spruch der Götter muss jeder achten. Das Jahr 58 vor Christus. Die Sveben glauben, dass Priesterinnen ihnen die Zukunft weissagen können. Seherinnen haben deshalb eine wichtige Stellung in ihrer Gemeinschaft. Das überliefert der römische Historiker Tacitus, der wichtigste antike Autor, der von den Stämmen des Nordens berichtet. Den Frauen wohnt etwas Heiliges inne. Die Germanen verwerfen weder ihre Ratschläge, noch missachten sie ihre Weissagungen. Ursprünglich siedelten die Sveben in der norddeutschen Tiefebene. Die erfahrenen Krieger sind als Söldner nach Gallien gerufen worden. Das reiche und fruchtbare Land gefällt ihnen. Sie gründen ein eigenes Reich im Gebiet des heutigen Elsass. Doch dann, im Jahr 58 vor Christus, dringt der römische Feldherr Caesar in das Land der Sveben vor. Nach dem Spruch der Götter erklärte Ariovist sich bereit, mit den Römern zu verhandeln. Caesar forderte von ihm, unser Land zu verlassen. Ariovist lässt sich von Caesar nicht einschüchtern. Seit 17 Jahren leben die Sveben schon in Gallien. Doch Roms Militärmacht haben sie noch nicht kennengelernt. Als Caesar mit seinen Legionen droht, erwidert der Swebenfürst, er sei früher nach Gallien gekommen als die Römer. Caesar sei in sein Gebiet eingedrungen. Die Swebenkrieger sind entschlossen. Niemals werden sie ihr Land verlassen. Beim Anblick der kampfbereiten Männer räumt Caesar das Feld. Für dieses Mal. Es ist seine erste Konfrontation mit den furchteinflößenden Stämmen des Nordens.
Die wenigen Germanendarstellungen aus der Antike sind römisch. Sie verraten, wie man sich die Menschen des Nordens vorstellte. Mit langen Bärten, roh und grobschlächtig. Caesar selbst beschrieb sie so. Die Germanen sind von ungeheurer Körpergröße, unglaublich tapfer und waffenerprobt. Nicht einmal den scharfen Blick ihrer Augen kann man aushalten. Die Haartracht der Sueben ist auf einem römischen Bronzekessel dargestellt. Caesar schreibt über sie, sie sind der kriegerischste Stamm der Germanen. Ihr Haar kämmen sie seitwärts und binden es zu einem Knoten zusammen. Ein Schädelfund zeigt, was Caesar beschrieb. Im Moor hat sich ein Swebenknoten über 2 Jahrtausende erhalten. Die ungewöhnliche Haartracht ist kein Ausdruck von Eitelkeit, sondern eine Drohgebärde, wie Tacitus bemerkt. Sie wollen mit der Frisur eine gewisse Größe erreichen und Schrecken in den Augen der Feinde verbreiten. Und Caesar berichtet, dass die Krieger damit Erfolg haben. Ein solcher Schrecken ergriff das ganze Heer, dass die Gemüter aller in Panik gerieten. Die Legionen weigern sich, gegen Ariovist in den Kampf zu ziehen. Doch Caesar warnt, die Sueben seien eine Gefahr, nicht nur für Gallien, sondern für das gesamte Römische Reich. Und sie seien nur die Vorhut eines mächtigen Volkes. Er gibt diesem Volk einen Namen, die Germanen. Caesars Propagandakuh hat Erfolg. In Rom spricht es sich schnell herum. Nördlich des Imperiums gibt es ein mächtiges, feindliches Volk. Julius Caesar gehörte ja sicherlich zu den faszinierendsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Über viele Jahre führte er Krieg gegen die Gallier, organisierte sein Heer und musste gleichzeitig dafür sorgen, dass in Rom auch die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt worden sind. Er stand also immer unter Rechtfertigungsdruck. Und zu diesem Rechtfertigungsdruck gehört sicherlich auch die Erfindung der Germanen, die über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte ja nicht im Bewusstsein der Römer waren. Er brauchte die Germanen einerseits, um seinen Feldzug an der Rheingrenze enden zu lassen. Auf der anderen Seite schilderte er die Germanen als ein großer Block, die sie sicherlich nicht waren. Sie waren hoch differenziert. Verschiedene Stämme zwischen Südskandinavien, zwischen Rhein und Weichsel waren hoch differenziert und stellten alles andere als einen geschlossenen Block dar. Die Germanen waren ursprünglich nur ein Stamm unter vielen anderen, wie die Friesen, Langobarden oder Sueben. Um die Gefahr für Rom jedoch größer erscheinen zu lassen, fasste Caesar alle Stämme unter einem Namen zusammen: Germanen. Und ihr Siedlungsgebiet rechts des Rheins nannte er Germanien. Angestachelt von ihrem Feldherrn ziehen Caesars Legionäre in den Kampf. Die germanische Gefahr vor Augen sind sie endlich bereit, es mit den Sueben aufzunehmen. Doch die halten sich an den Spruch des Orakels. 5 Tage lässt Caesar seine Truppen vor ihrer Wagenburg aufmarschieren. Er versucht, die dort verschanzten Germanen zum Kampf zu provozieren. Am 6. Tag, als ich die Römer wieder vor unserem Lager aufmarschieren sah, ahnte ich, dass Ariovist die Herausforderung nicht länger ertragen würde. Aber noch war Neumond nicht gekommen. Caesars Legionen wollen die offene Feldschlacht, in der sie überlegen sind. Am 6. Tag tut der Anführer der Sueben ihnen den Gefallen. Der römische Historiker Cassius Dio berichtet, Ariovist kümmerte sich nicht mehr um die Weissagung der Priesterin. Und als die Römer sich in Schlachtordnung aufgestellt hatten, ließ er sein Heer gleichfalls ausrücken. Im heutigen Elsass treffen die gegnerischen Truppen aufeinander. In 7 Keilen lässt Ariovist seine Krieger gegen die Römer aufmarschieren. Eberkopf nennen die Germanen ihre gefürchtete Taktik. Mit einem Rammstoß wollen sie die feindlichen Reihen durchbrechen und die Römer schlagen. In Keilformation stürmen die Germanen gegen die Kohorten der Römer. Cassius Dio schreibt über die Schlacht in Gallien. Sie kämpften mehr mit ihren Leibern als mit den Waffen. Beim Kampf Mann gegen Mann sind die größeren Germanen ihren Gegnern überlegen.
Doch wo ein Römer fällt, rücken zwei Römer nach. Der germanische Angriff gerät ins Stocken. Die Römer setzen ihre Reserven ein. Sie fassen die Germanen überraschend in der Flanke und zerschlagen ihre Keile. Da wandten die Germanen in ihrer Gesamtheit den Rücken und hielten in ihrer Flucht nicht eher ein, als bis sie zum Rhein gelangt waren. Berichtet Cäsar über den Ausgang der Schlacht im Elsass. Der römische Feldherr hat gesiegt. Fast keiner der suebischen Krieger überlebt. Römische Disziplin erringt den Sieg über germanische Kühnheit. Auch unsere Wagenburg hatten die Römer gestürmt. Warum nur hatte Ariovist das Orakel missachtet? Niemand kann sich dem Spruch der Götter entziehen. Ariovist wollte sich Cäsar nicht beugen. Seine Krieger haben für unsere Freiheit gekämpft. Doch das Ergebnis war furchtbar. Die Römer schonten niemanden von uns. Weder Alte noch Kinder. Unser Stamm war vernichtet. Bis an den Rhein lässt Cäsar die Flüchtenden verfolgen, die dem Gemetzel auf dem Schlachtfeld und dem Massaker in der Wagenburg entkommen konnten. Auf der linken Seite des Stroms herrschen jetzt die Römer. Ich wollte möglichst weit weg von den Römern, die so viel Unheil und Tod gebracht hatten. Ich wollte zurück auf die andere Seite des Flusses, in das Heimatland meines Stammes. Nun war ich auf mich allein gestellt. Der Sieg über Ariovist war nur der Auftakt des Gallischen Krieges. In zahlreichen Schlachten unterwirft Cäsar innerhalb von 7 Jahren ganz Gallien. Grenze im Norden des Imperiums ist von nun an ein Fluss, der Rhein. Ursprünglich verband der Fluss die Menschen an beiden Seiten des Ufers. Erst Cäsar macht den Rhein zu einer Barriere zwischen römischer Zivilisation und dem barbarischen Germanien. Lange lebte ich versteckt in den Wäldern des Nordens. Ohne meine Sippe war ich schutzlos. Die Sweben waren bei vielen Stämmen verhasst, denn sie beraubten und bekämpften ihre Nachbarn. Es war Winter geworden und alleine konnte ich nicht überleben. Ich musste meine Zuflucht verlassen und bei Fremden um Aufnahme bitten. Endlich erreichte ich eine kleine Siedlung der Cherusker. Wie würde man mich dort aufnehmen? Ich spürte die Anspannung der Bewohner. Eine Frau lag in den Wehen. Doch meine Hilfe wurde abgelehnt. Ich gehörte nicht zu ihrer Sippe. Erst als der Mann sah, was ich bei mir trug, erkannte er, dass ich eine Priesterin war. Nun verstand er, dass ich tatsächlich helfen konnte. Er führte mich zu seiner Frau in das Haus. Wie lebten die Germanen? In Ostfriesland untersuchen Archäologen Reste einer germanischen Siedlung. Anders als die Römer bauten die Germanen nicht mit Stein, sondern mit vergänglichen Materialien wie Holz und Lehm. Wie können die Archäologen dennoch Erkenntnisse über ihre Häuser gewinnen? Die einzigen Hinweise sind dunkle Verfärbungen im Erdboden. Sie stammen von Gräben und Löchern, die vor 2 Jahrtausenden ausgehoben wurden. Für den Archäologen Rolf Bärenfänger sind diese Spuren von unschätzbarer Bedeutung, denn sie erlauben es, den Grundriss eines germanischen Hauses zu rekonstruieren.
Hier sehen wir den Eingangsbereich auf der Südseite des älteren Hauses. Das Wandgräbchen, was hier von Osten kommt, endet hier, eine 1 Meter breite Unterbrechung, und hat hier dann auf der Westseite seine Fortsetzung. Hier hat der weitere Verlauf dieser Südwand gestanden. Pfostenlöcher sind typische Spuren der einfachen germanischen Bauweise. Sie entstehen dort, wo einmal Holzpfosten für die tragenden Wände eingegraben wurden. Aber erst die akribische Arbeit der Archäologen liefert genauere Kenntnisse. Anhand der Befunde im Boden können sie sogar erklären, wie die Germanen mit einfachsten Mitteln ein solides Gebäude errichteten. Hier im Profil zeigt sich eine klassische Pfostengrube, die zylindrisch eingegraben worden ist. Das Interessante ist, diese Pfostengrube steht in seiner Tiefe, im krassen Gegensatz zu den anderen Pfostengruben, die sehr viel flachgründiger sind. Vermutlich hängt das damit zusammen, dass hier im Giebelbereich des Hauses stärkeren Wind ausgeübt wurde. Um das abzufangen, wurde diese Pfostengrube tiefer eingegraben. Nun fragt man sich, wie die Germanen es geschafft haben, diese Grube in so einem engen Raum in den Lehm einzugraben, da sie ja nicht die Stahlschippen haben, wie wir sie heute haben. Wir vermuten, dass sie den Boden irgendwie vorgehackt haben und dann mit Holzschaufeln ausgehoben haben. Auf diese Weise errichteten die Germanen ein imposantes Gebäude, das Langhaus. Die Holzpfosten bilden das Gerüst für die Dachkonstruktion. Die Außenwände der Häuser bestehen aus Flechtwerk, das mit Lehm abgedichtet wurde. Das Dach aus Stroh oder Reet. In den Langhäusern leben Mensch und Vieh zusammen. Tacitus beschreibt eine typische Siedlung, die meist nicht mehr als 20 Häuser umfasste. Die Dörfer errichteten sie nicht in unserer Weise, mit aneinandergereihten Gebäuden. Jeder umgibt sein Haus mit einem freien Raum. Auch Tafelgeschirr aus Holz fanden die Archäologen. Samenfunde und Pflanzenreste geben Auskunft über den Speiseplan. Die Germanen bereiteten Breie aus Gerste oder Hirse und aßen Beeren, Pilze und Nüsse. Fleisch gab es nur selten. Auf einem kleinen Speisetisch wurde das Essen serviert, so wie Tacitus es überliefert. Jeder hat einen eigenen Platz und seinen eigenen Tisch. Die kunstvoll geschnitzten Alltagsgegenstände geben auch Rätsel auf. Hatte dieses Gefäß in der stilisierten Gestalt eines Vogels vielleicht auch kultische Bedeutung? Tiere spielen eine wichtige Rolle im Leben und im Glauben der Germanen. Die Hilfe der Götter wird angerufen, um Unheil abzuwehren. Komplikationen bei der Geburt sind eine tödliche Gefahr für Mutter und Kind. Doch die weisen Frauen der Germanen verstehen sich auch auf die Heilkunst. Die Heweamma, die Hebamme, genießt großes Ansehen, auch wegen ihrer Kenntnis heilkräftiger Kräuter. So wird die Muckwurz von den Germanen als heiliges Kraut verehrt. Die heute als Beifuß bekannte Heilpflanze beruhigt und entkrampft bei der Geburt. Und sie soll vor bösen Geistern schützen. Nach einem Brauch bei den Germanen hält man viele Frauen für Seherinnen, sogar für Göttinnen. Kann diese Beobachtung von Tacitus wissenschaftlich bestätigt werden? Entdeckungen wie das Frauengrab von Phünen mit seinen ungewöhnlichen Beigaben sind hierfür ein Glücksfall. Aus den Funden lassen sich Rückschlüsse auf die Stellung der Verstorbenen in ihrer Gemeinschaft ziehen. Im Museum von Odense geht der Archäologe Jürgen Jakobsen der Frage nach, wer war die Frau von Phünen? Zu ihren persönlichen Dingen gehört allerhand Exotisches. Neben römischen Luxuswaren fanden sich auch Kuriositäten. Versteinerte Austern und Seeigel, vermutlich Glücksbringer der Germanen. Doch die Frau von Phünen hat zu ihren Lebzeiten auch Antiquitäten gesammelt, gewissermaßen. So eine Axt aus der Steinzeit. Alles Dinge, die einst magische Bedeutung hatten. Die Frau von Phünen muss etwas Besonderes gewesen sein.
Alle diese Gegenstände, die erfunden, i graven ved Blidegn. Alle Gegenstände, die im Grab gefunden wurden, deuten darauf hin, dass die Bestattete eine bedeutende soziale Stellung in der Gesellschaft hatte. Die importierten römischen Gegenstände weisen auf ihren hohen Rang hin. Und alle Teile aus ihrer Sammlung von Antiquitäten hatten sehr wahrscheinlich okkulte Bedeutung. Daher können wir aus ihrem gesellschaftlichen Status und der magischen Funktion ihrer Beigaben schließen, dass diese Frau eine Priesterin war. Der Vater war erleichtert, dass seine Frau ihm einen gesunden Jungen geboren hatte. Bereits bei der Geburt bestimmten die Schicksalsgöttinnen, die Nornen, seine Zukunft. Würde er die Prüfungen, die auf ihn warteten, bestehen? Über die Rituale der Germanen gibt es viele fantasievolle Legenden. Da sie selbst nichts Schriftliches überliefert haben, stammen alle Berichte über die Germanen von Römern oder Griechen. So erzählt der Arzt Galenos von einem äußerst barbarisch anmutenden Ritual. Ein neugeborenes Kind wird noch heiß vom Mutterleib zu einem Fluss gebracht und wie ein glühendes Eisen in das kalte Wasser getaucht. Die Eiswassertaufe soll den kleinen Körper abhärten und auf ein entbehrungsreiches Leben vorbereiten, vermutet der griechische Arzt. Sie könnte aber auch, nach Vorstellung der Germanen, ein Schutz gegen böse Mächte sein. Wie glaubwürdig sind die Berichte der antiken Chronisten? Vor allen Dingen die Schrift Germania des römischen Historikers Tacitus hat das Bild der Stämme des Nordens nachhaltig geprägt. Doch wie stellt sich sein fast 2000 Jahre alter Bericht im Spiegel der archäologischen Forschung von heute dar? Betrachten wir die archäologischen Quellen zum Leben der Germanen im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt, müssen wir sagen, können wir ein sehr, sehr lebhaftes Bild zeichnen von Siedlungen, von Bestattungswesen, von Kult auch. Und eine der faszinierendsten Zweige dieser Forschung ist eigentlich der Abgleich mit den schriftlichen Quellen. Und da hilft uns Tacitus natürlich weiter, der in seiner Zeit sicherlich einer der besten Kenner der germanischen Welt war. In seiner Germania schildert er vieles, was wir in einem archäologischen Befund nachzeichnen können. Er tat das natürlich auch, um den Römern und der römischen Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Er kritisiert mit der Germania eigentlich auch indirekt und direkt die gesellschaftlichen Verhältnisse in Rom. Aber das, was er uns erzählt, das müssen wir auch kritisch von unserer Seite, von der heutigen Seite beurteilen. Archäologisch können wir vieles nachprüfen. Über viele Dinge müssen wir intensiv diskutieren und uns überlegen, ob das möglich ist, ob es Geschichte ist, ob es reale Geschichte oder ob es Gerücht ist. Doch nicht alles lässt sich archäologisch nachweisen. Wie sah das häusliche Leben der Germanen aus? Tacitus überliefert, dass es eine klare Rollenverteilung gibt. Die Sorge um Haus, Herd und Äcker ist den Frauen übertragen. Seit der glücklichen Geburt durfte ich im Haus der Familie wohnen. Die Frau des Hauses fand, dass ich nicht länger mein altes Gewand tragen solle, auf dem noch die Spuren der Schlacht zu sehen waren. Ich war dankbar für ihr Angebot. Denn die Erinnerung an die Schlacht gegen die Römer und den Verlust meines Stammes ließ mich nicht los. Mit meinem alten Gewand konnte ich zugleich diese Vergangenheit ablegen. War die Kleidung der Germanen wirklich grob, plump und trist, wie es die Römer überliefern? Die Textilarchäologin Susanne Möller-Wiering untersucht Kleidungsstücke der Germanen, die sich in Mooren erhalten haben. Unter der Lupe kommt ein erstaunliches Ergebnis zum Vorschein.
Die Germanen tragen kunstvoll gewebtes Tuch aus Wolle oder Leinen. Sogar feine Fischgrätmuster beherrschen die frühen Weber. Alle Stoffe, die aus den Mooren geborgen wurden, sind braun. War das die gängige Farbe der Germanenkleidung? Wir wissen sowohl aus schriftlichen Quellen als auch von den archäologischen Funden her, dass die Germanen gerne farbige Kleidung getragen haben. Zum Teil hat man da gerne mit den natürlichen Farben der Wolle gespielt, also weiße Wolle mit schwarzer oder brauner kombiniert. Aber wir haben auch künstlich eingefärbte Stoffe immer wieder gefunden. Dies ist ein Beispiel dafür. Man kann also sehen, dass die Wolle ursprünglich weiß war und dann rot gefärbt wurde. So kann die Textilforschung bestätigen, was Tacitus überliefert. Frauen hüllen sich in leinene Umhänge, die sie mit purpurroter Farbe verschieden färben. Dafür verwenden die Germanen Pigmente aus Erde, Pflanzen und Schnecken. Das neue Gewand war viel mehr als ein warmes Tuch. Durch dieses Geschenk wurde ich in ihre Gemeinschaft aufgenommen. Ich gehörte jetzt zu ihrer Sippe. Ich hatte eine neue Heimat gefunden. Neben germanischer Kleidung stoßen Torfstecher in den Mooren immer wieder auf archäologische Sensationen. Im sauren Klima des Bodens und der Luftabschluss werden organische Stoffe auf Dauer konserviert, wie in einer Zeitkapsel. Nicht selten sind es auch menschliche Überreste, Moorleichen. Mehrere hundert aus der Zeit der Germanen wurden in Europa entdeckt. Einer davon ist der Mann aus dem Grauballemoor. Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen wie er ins Moor gelangten. Unfälle, Verbrechen, Strafen oder Beerdigungen. Tacitus und andere antike Autoren berichten immer wieder auch von Menschenopfern, welche die Germanen ihren Göttern dargebracht haben sollen. Sind diese Berichte glaubwürdig oder handelt es sich nur um römische Gräuelpropaganda? Tacitus schreibt, die Germanen hätten Menschen in verabscheuungswürdigen und barbarischen Zeremonien geopfert. Und er schildert auch einen Schauplatz dieser Zeremonien. Auf einer Meeresinsel liegt ein heiliger Hain und darin steht ein geweihter Wagen. Wenn die Göttin Nertus im Heiligtum anwesend ist, wird sie durch das Land gefahren. Niemand darf sie sehen. Dann wird sie in einem abgelegenen See gereinigt. Sklaven helfen, die sogleich der See verschlingt. Daher der geheime Schauer um jene Göttin, die nur Todgeweihte schauen. Der Herthasee auf Rügen passt genau zu dieser Beschreibung. Hier wurde vermutlich der Fruchtbarkeitsgöttin geopfert. War der Grauballemann ein solches Menschenopfer? Nur wenige Moorleichen aus der Zeit der Germanen sind so gut erhalten. Seine Wunden verraten viel über seinen Tod. Der Mann starb an einer dreifachen Tötung. Erst wurden ihm Schienbein und Schädel zertrümmert, dann die Kehle aufgeschlitzt. Zuletzt wurde er im Moor versenkt. Das Moor ist ein mystischer Ort. Es ist kein Land und kein Wasser. Es ist etwas dazwischen, wie ein schaukelnder Untergrund. Es ist umgeben von mystischen Wesen. Es ist nebelig, es ist gefährlich, dort zu sein. Man kann vom Wasser verschluckt werden. Moore sind Orte, die man über viele tausend Jahre aufsuchte. Dort legte man seine Opfergaben nieder, Geschenke für die höheren Mächte, die Götter. Man betete für das Auskommen des nächsten Jahres, um Fruchtbarkeit und vieles mehr. Und dann, ab der Zeit um 440 vor Christi Geburt, da zeigt sich, dass die Menschen ihren Göttern das allergrößte Opfer machen, nämlich Menschen, wie unseren Grauballemann. Nämlich Menschen, diesem Grauballemann. Doch Menschenopfer bleiben die Ausnahme. Die Regel sind Speise- und Tieropfer. Sie werden an Plätzen dargebracht, die als heilig gelten. Tacitus berichtet: Die Germanen weihen Haine und Wälder und belegen das Geheimnisvolle, das sie nur in Ehrfurcht beschauen, mit Götternamen. Sie allesamt verehren Nertus, die Mutter Erde, und glauben, dass diese sich in die Angelegenheiten der Menschen einmischt.
Der Winter war lang und hart. Unsere Vorräte gingen zur Neige. Ich ging, um Nertus um ihren Segen für das kommende Jahr zu bitten. Und um ihr von dem wenigen, was wir noch hatten, zu opfern. Die Gaben des alten Jahres nimm entgegen. Sei milde und schenke uns eine fruchtbare Zeit. Die Germanen glauben, dass die Götter in der Natur allgegenwärtig sind und das Schicksal der Menschen bestimmen. Das Leben vor 2000 Jahren ist ein ständiger Kampf. Kälte, Hungersnöte und Dürrezeiten, aber auch häufige Stammeskriege bedrohen das Überleben der Menschen. Dagegen versprechen göttliche Mächte Hilfe und Schutz. Anders als die Römer bauen die Germanen für ihre Götter keine Tempel. Tacitus schreibt: Die Germanen halten es wegen der Erhabenheit der Götter für unvereinbar, sie in Wände einzuschließen. In Oberdorla in Thüringen wurde eine germanische Opferanlage archäologisch nachgewiesen und rekonstruiert. Einzigartig in Mitteleuropa. An diesem Kultplatz haben die Germanen über 1000 Jahre lang ihren Göttern geopfert. Dem Historiker Rudolf Simek liefert Oberdorla wichtige Anhaltspunkte für die rituelle Praxis der Germanen. Was opferten sie? Über 300 Knochen und Schädel wurden in der Kultanlage gefunden. Vor allem von Hunden, Rindern und Pferden. Funde von Rinderschädeln oder Pferdeschädeln an solchen Mooropferplätzen weisen immer auf ein öffentliches Opfer hin. Das heißt, die Gemeinschaft hat diese großen Tiere gemeinsam rituell getötet und in einer Opfermahlzeit verspeist. Es ist in der Tat so, dass wir in den archäologischen Funden die Rinderschädel und die Extremitäten gefunden haben und offenbar hat man diese Teile der großen Tiere den jenseitigen Mächten, den Göttern eben geopfert, aber den Rest gemeinsam in der Opfermahlzeit verspeist. In der Kultanlage von Oberdorla fanden Archäologen auch mächtige Holzfiguren in Menschengestalt. Jede Figur steht für eine eigene Gottheit. Was verraten uns diese Götterfiguren, von den Forschern Pfahlgötzen genannt, über die Glaubenswelt der Germanen vor 2000 Jahren? Wir finden Pfahlgötzen an einer Vielzahl von Mooropferplätzen und auch anderen Opferplätzen über den ganzen germanischen Bereich. Und sie gehören offenbar zu der Göttergemeinschaft, einer polytheistischen Göttergemeinschaft, die die Germanen zu dieser Zeit verehrt haben. Ohne dass wir jetzt aber diese Pfahlgötzen einen bestimmten Gott oder bestimmten Göttern zuordnen können. Und das sollten wir auch gar nicht versuchen, denn wir sind Jahrhunderte vor jeglicher schriftlicher Überlieferung. Was wir aber sagen können, dass diese Göttergestalten, die manchmal mehr und manchmal weniger schön ausgearbeitet sind und manchmal eben nur als Pfähle, als Pfahlgötzen existieren, dass man die zugeordnet hat, einmal männlichen und einmal weiblichen Gottheiten, denn so sind sie immer wieder auch markiert. Die Figuren dienten wohl einem Fruchtbarkeitskult. Häufig wurden sie paarweise aufgefunden, eine kultische Vereinigung der Götter. Roh und schlicht sind die Idole. Bewusst stellten die Germanen ihre Götter in einfachster Weise dar, denn es waren heilige Urbilder aus der Vorzeit der Stämme. Wird das Holz der Idole alt, schwinden die göttlichen Kräfte, so glaubten die Germanen. Dann werden die Pfahlgötzen in der Erde bestattet. Zum Glück für die Wissenschaft. In der Nähe von Greifswald entdeckten Archäologen 2005 einen solchen Götzen. Ein seltener Zufallsfund. Stammt er tatsächlich aus der Zeit der Germanen? Eine kleine Holzprobe genügt, um das Alter zu bestimmen. Dabei kommt die Radiocarbon-Methode zum Einsatz, bekannt auch als C14-Untersuchung.
Sie misst radioaktiven Kohlenstoff, der sich auch im Holz bereits abgestorbener Bäume nachweisen lässt. Vor der eigentlichen Messung muss das Holz des Pfahlgötzen aufbereitet werden. Anschließend wird der Kohlenstoff in einem Teilchenbeschleuniger isoliert. Das Verhältnis von radioaktivem zu nicht radioaktivem Kohlenstoff verrät den Wissenschaftlern das Alter des Holzes. Denn C14, das radioaktive Isotop, zerfällt, im Gegensatz zum normalen Kohlenstoff. Mit sogenannten Halbwertzeiten können die Wissenschaftler den Zerfallsprozess in Jahren messen. Im Kontrollraum werden die Messergebnisse für den Pfahlgötzen ausgewertet. Unser Messergebnis ist 2114 Jahre. Und wenn man das umrechnet über eine Baumring-Eich-Kurve, dann entstand dieses Holz irgendwo zwischen 200 und 50 vor Christi. Also könnte diese Figur im zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Christi entstanden sein, aufgestellt sein. Eigentlich genau wie erwartet, also sehr schön für die Archäologen. Mit dem Kontakt zu den Römern verändert sich seit dem 1. Jahrhundert vor Christus die Götterwelt der Germanen. Männliche Gottheiten, Götter des Eisens und des Krieges, verdrängen die Fruchtbarkeitsgöttin. Immer häufiger sind Waffen die Grabbeigaben. Die Archäologen schließen, Überfälle und Kriege zwischen den Stämmen nahmen zu. Wir versammelten uns in einem geheiligten Hain. Als Priesterin sollte ich Wodan, den Gott des Krieges, um seinen Beistand bitten. Feindliche Stämme bedrohten unsere Heimat. Die Männer mussten zu den Waffen greifen. Würde Wodan im Kampf auf unserer Seite sein? Tacitus berichtet über die Kriegslust der Germanen. Man wird sie nicht so leicht überzeugen können, die Erde zu pflügen. Lieber fordern sie den Feind heraus und verdienen sich Wunden. Als faul und träge gilt der, der mit Schweiß erwerben will, was man leichter mit Blut gewinnen kann. Wir konnten die Feinde vertreiben, aber wir mussten auch Tote beklagen. Unser Stammesfürst war im Kampf erschlagen worden. In seinem jenseitigen Haus sollte er nichts von dem vermissen, was seinem Rang entsprach. Über die Bestattungsbräuche der Germanen berichtet Tacitus. Bei Totenfeiern meiden sie Prunk. Nur darauf achten sie, dass die Leichen berühmter Männer mit bestimmten Holzarten verbrannt werden. Jeden Krieger begleiten seine Waffen. Jammer und Tränen wären bei den Germanen nur kurz, doch Schmerz und Trauer lange. Wann der Lebensfaden reißt, das liegt allein in der Hand des Schicksals. Doch es war ruhmvoll für einen Krieger im Kampf für seinen Stamm zu sterben. Es tröstete mich, dass sein Name und seine Taten in unseren Erzählungen und Liedern weiterleben würden. Nach der Einäscherung wird der Leichenbrand in Urnen bestattet. Ob Anführer, Krieger, Bauer, Frau oder Kind, jedes Stammesmitglied findet seine letzte Ruhe in einem solchen Gefäß. Knochenreste aus germanischer Zeit sind für die Wissenschaft von großem Wert. Birgit Großkopf von der Universität Göttingen kann aus den Knochen viel über die Ernährung, über Krankheit und Lebenserwartung der Germanen erfahren. Die Anthropologin untersucht zuerst die Gelenkknochen. Die Größe gibt Aufschluss über das Geschlecht, der Verschleiß über das Alter der Toten. So kann sie sich ein Bild von den Lebensbedingungen bei den Germanen machen. Für die Altersdiagnose gibt es verschiedene Methoden. Im Wesentlichen wird bei Leichenbrand die Methode der Schädelnähte benutzt. Man sieht also hier die Schädelnähte, die im Verlaufe des Lebens verschließen
Und anhand des Nahtverschlusses kann man dann das Alter einigermaßen genau bestimmen. Und das ist wichtig, dass man beispielsweise erkennen kann, wie sich die Lebensbedingungen bzw. die Sterblichkeit verändert hat. Beispielsweise war in der Bronzezeit die Sterblichkeit von den Kindern deutlich höher und die durchschnittliche Lebenserwartung war niedriger. Und in der Eisenzeit ist dann sowohl die Kindersterblichkeit abgesunken als auch die Sterblichkeit der Erwachsenen oder beziehungsweise das Sterbealter der Erwachsenen ist angestiegen. Auch wenn die Lebensbedingungen der germanischen Stämme deutlich besser waren als die ihrer Vorfahren, ihre Knochen zeugen davon, dass das Leben nach wie vor entbehrungsreich für sie war. Mangelerscheinungen und Krankheiten waren weit verbreitet und nicht selten tödlich. Nicht nur Respekt, sondern auch Angst vor den Toten beherrschte die Germanen. Sie glaubten, Verstorbene könnten jederzeit als Wiedergänger zurückkehren und den Lebenden Schaden zufügen. Durch das Verbrennen der Leichen bannen sie diese Gefahr. So können sie den Toten auch unbesorgt ihre Waffen mit ins Jenseits geben. Schwerter werden sogar verbogen, damit sie in die Urnen passen. Seitdem die Germanen das Römische Reich in ihrer Nachbarschaft haben, werden immer mehr Waffen als Grabbeigaben gefunden. Das spricht für die wachsende Bedeutung des Kampfes. Hat sich die germanische Gesellschaft verändert? Die archäologischen Quellen der Zeit um Christi Geburt und auch etwas danach zeigen uns sehr deutlich, dass die germanische Gesellschaft zwischen Skandinavien, dem Rhein und der Weichsel vielleicht in hohem Maße militarisiert war. In den Urnen vor allen Dingen finden wir Lanzen und Speere, die als Fernwaffen eingesetzt werden konnten. Dazu einschneidige Hiebschwerter, manchmal von nicht besonders überzeugender Qualität, nicht besonders sauber geschmiedet. Dazu aber dann auch Schilde, die uns zeigen, dass die Krieger sich zu verteidigen wussten. Und einige von ihnen saßen auf Pferden, also berittene Offiziere vielleicht sogar. Das alles gibt uns ein lebhaftes Bild einer Gesellschaft, die zusammen zu leben wusste natürlich, aber die auch sehr genau wussten, wie man gegeneinander kämpfte und wie man eine militärische Auseinandersetzung erfolgreich bestreiten konnte. Die germanischen Krieger überschreiten bei ihren Raubzügen auch den Rhein und fallen in das römische Gallien ein. Für Rom eine Kampfansage. Unter dem Kommando des Feldherrn Drusus soll diese Bedrohung dauerhaft beendet werden. Zunächst entsteht von Mainz bis Nijmegen eine Kette von Legionslagern. Ab 12 vor Christus wird die Küste erforscht. Kaiser Augustus rühmt sich: Meine Flotte segelte von der Rheinmündung gegen Sonnenaufgang über den Ozean, wohin nie zuvor ein Römer gelangt. Sommer für Sommer folgen Feldzüge in das Herz Germaniens. Ein Gedicht preist die Taten des Drusus. Er zermalmte die unbezwungenen Barbaren und schob die Herrschaft Roms in neue Länder vor. Doch Drusus will mehr. Er ist erst 26 Jahre alt, als er mit 6 Legionen die Eroberung Germaniens beginnt. Immer tiefer wagt er sich in die bedrohlichen Wälder, wie der Philosoph Seneca notiert. Drusus richtete die römischen Feldzeichen dort auf, wo niemand wusste, dass es Römer überhaupt gab. Und der Römer Paterculus schreibt: Drusus bezwang Germanien zum großen Teil und vergoss dabei viel Blut dieses Volkes. Augustus errichtet dem Bezwinger Germaniens einen Triumphbogen in Rom. Drusus und seine Nachkommen dürfen von nun an den Ehrennamen Germanicus tragen. Doch für die Römer bleibt Germanien ein Land, das fremd und unheimlich ist und in dem sagenhafte Dinge vor sich gehen. Bald 50 Jahre lebte ich bei den Cheruskern. Doch dann holte mich die Vergangenheit ein. Wieder sah ich die römischen Rüstungen und Feldzeichen. Was hatten die Römer vor? Warum verließen sie ihre Heimat, um in unsere Wälder zu kommen? In Gallien,
Als die Krieger des Ariovist den Legionen Cäsars unterlagen, hatten die Römer ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie kannten keine Gnade, wenn man sich ihnen nicht unterwarf. Ich rief die Götter um Hilfe an. Ein mächtiges Unwetter sollte Drusus und seine Legionäre zur Umkehr zwingen. Cassius Dio überliefert das merkwürdige Geschehen. Drusus soll in den germanischen Wäldern die Stimme einer Frau gehört haben. Wohin willst du noch, unersättlicher Drusus? Ziehe von dannen. Das Ende deiner Taten und deines Lebens ist nahe. Die Quellen berichten, dass er sich bei einem Sturz vom Pferd schwer verletzte. Und dass der Bezwinger Germaniens an den Folgen stirbt. Sein Bruder Tiberius übernimmt das Kommando. Wie Drusus ist auch Tiberius ein Stiefsohn des Kaisers. Nun soll er den Willen seines Vaters Augustus erfüllen. Die endgültige Unterwerfung ganz Germaniens. Doch Tiberius setzt auf eine andere Strategie als sein Bruder. Er will sein Ziel nicht nur mit Krieg erreichen. Tiberius geht auch einen diplomatischen Weg. Die Germanen sollen sich am Ende freiwillig der römischen Herrschaft unterwerfen. Der Widerstand der Barbaren soll sich an der kulturellen Überlegenheit Roms brechen. Am Rhein, im heutigen Köln, wird der Anfang gemacht. Nach römischem Vorbild entsteht eine Stadt für die Ubier, einen germanischen Stamm, der seit Jahrzehnten mit Rom verbündet ist. Das Oppidum Ubiorum wird sich zu einer der prächtigsten Metropolen im Reich entwickeln. Theater, Tempel und Thermen sollen die Germanen von den Vorzügen der römischen Zivilisation überzeugen. Aus der Gründungszeit Kölns ist nicht viel erhalten. Das früheste archäologische Zeugnis ist das sogenannte Ubier-Monument, das Fundament eines Steinturms, der im Jahr 4 nach Christus errichtet wurde. Römer haben ihn erbaut, das belegen die Steinquader. Sie sind nach römischem Maß gehauen. Die Stadt war ein Geschenk des Kaisers an die germanischen Untertanen des Imperiums. Wahrscheinlich gehörte der Steinturm zur ersten Stadtmauer des Oppidum Ubiorum. Rom hat große Pläne mit der Stadt der Ubier. Hier entsteht das Zentralheiligtum der neuen Provinz Germanien. Einmal im Jahr sollen alle unterworfenen Stämme hier zusammenkommen, um ihr Bündnis mit Rom zu erneuern. Die weitläufige römische Tempelanlage am Rhein beherrscht das Stadtbild. Ein germanischer Priester leitet die Zeremonien am Altar, an der Ara Germaniae. Symbolträchtig ist die Anlage nach Osten ausgerichtet, nach Germanien, dahin, wo Rom jetzt herrschen will. Nicht nur die Ubier. Auch die Stämme rechts des Rheins unterwerfen sich nach und nach dem römischen Kaiser. Vermutlich im Jahre 8 vor Christus geben auch die Cherusker auf. Wie die anderen Stämme zwischen Rhein und Elbe haben auch sie nur die Wahl zwischen Flucht, aussichtslosem Kampf oder Unterwerfung. Die Fürsten der Cherusker entscheiden sich für den Frieden mit Rom. Der römische Autor Paterculus berichtet: Tiberius durchzog als Sieger alle Teile Germaniens, ohne einen Mann des ihm anvertrauten Heeres zu verlieren. Er bezwang Germanien so gänzlich, dass er es beinahe zu einer tributpflichtigen Provinz machte. Auch Rom hat großes Interesse an einem Frieden. Tiberius muss das neu eroberte Gebiet sichern und sucht zuverlässige Verbündete unter den Besiegten. Diese Politik der Befriedung hat sich seit langem als erfolgreich erwiesen.
Doch für Frieden und Sicherheit zahlen die Cherusker einen hohen Preis. Sie müssen Freiheiten aufgeben, Roms Befehlen gehorchen, Tribute zahlen und ihre Söhne in den Dienst der römischen Armee geben. Zuletzt verlangten die Römer den Sohn des Fürsten als besondere Sicherheit für unsere Treue. Die Römer nannten ihn Arminius. Als Geisel sollte er mit den Legionären nach Rom gehen. Der Fürst gab nach, er hatte keine Wahl. Denn das Schicksal unseres Stammes stand auf dem Spiel. Er trug die Verantwortung für den Frieden. Kinder als Geiseln zu stellen, war in der Antike nichts Ungewöhnliches. Sie mussten fern der Heimat für die Loyalität des Stammes bürgen. Doch Rom behandelte seine Geiseln in der Regel gut. Und so sollte auch Arminius in der Hauptstadt des Imperiums wie ein Römer erzogen werden. Sein treuer Gefährte begleitete den Fürstensohn in die Fremde. Würden sie das Land der Cherusker jemals wiedersehen? 20 Jahre später wird Arminius zurückkehren und der Geschichte Germaniens eine dramatische Wendung geben. Gleich geht's weiter. Wir beschäftigen uns mit dem römischen Statthalter Varus, dem die Verwaltung und Regierung Germaniens obliegt. Im Jahr 9 nach Christus muss er sich der Übermacht der Germanen geschlagen geben. Bleiben Sie dran.